Herzlich willkommen zu einem Video-Tutorial vom Gebäudeeffizienzinspektor. In diesem Tutorial geht es um die Ziele der Software und die Highlights der Funktionen. Diese werden nur überblicksartig angesprochen, denn zu jedem Aspekt gibt es weitere Kurzvideos. Was ist der Sinn von diesem Tool? Es geht um die Bewertung der energetischen Einsparungsmöglichkeiten durch Gebäudeautomation. Welche Gewerke sollten wie intensiv automatisiert werden? Wo ist das Optimum des Automationsgrades, um über die Einsparungen möglichst schnell eine Amortisation der Investitionen zu erreichen? Jeder, der ein Grundverständnis von Gebäuden und deren Anlagentechnik wie Heizung, Lüftung und Klimatisierung hat, ist mit diesem Tool in der Lage, die aufgeführten Fragen zu beantworten. Zur Abschätzung der Energieeinsparungen nutzt dieses Tool weitgehend die europäische Norm EN 15232 und deren Checkliste. Diese ist nach Gewerke gegliedert. Jedes Gewerk kann aufgeblättert werden und so die Beantwortung der Fragen ermöglichen. Markierungen zeigen an, welche Gewerke bzw. Fragen noch nicht oder nicht vollständig beantwortet sind. Zu den Antwortmöglichkeiten jeder Frage ist angegeben, zu welcher sogenannten GA-Effizienzklasse, das ist die Gebäudeautomationseffizienzklasse, ein Beitrag geleistet wird. Dabei reichen die Klassen von D, ganz schlecht, bis hin zu A, sehr gut. Durch die Auswertung der Checkliste können die GA-Effizienzklasse und die GA-Effizienzfaktoren berechnet werden. Dabei können mehrere Varianten angelegt werden, die dann jeweils zu einer eigenen Bewertung führen. Durch den Vergleich von Varianten lässt sich auf Basis der erwähnten Norm abschätzen, wie groß die mögliche Reduktion des Energiebedarfs durch die stärkere Einführung von Gebäudeautomation ist. Dies wiederum ist ausgesprochen wichtig, um eine Investitionskostenentscheidung zu treffen. Hier die wichtigsten Funktionen im Überblick. Zum einen erlaubt das Tool die Bewertung der Gebäudeautomation auf Basis der erwähnten Norm EN 15232. Zum anderen können unterschiedliche Automationsvarianten verglichen werden. Das heißt, es kann ermittelt werden, wie Energie gespart werden kann beim Übergang von einer Variante zu einer anderen Variante. Das Tool ermittelt funktionale Anforderungen, das sind Textbausteine zur Aufnahme in Anfragen, Projektbeschreibungen oder Lastenheften. Es handelt sich um eine browserbasierte Online-Software. Es ist keine lokale Installation nötig. Dadurch können unterschiedliche Endgeräte mit unterschiedlichen Betriebssystemen unterstützt werden. Die Datenspeicherung ist komplett lokal. Es ist kein Login oder Account erforderlich und ein Datenmissbrauch durch Dritte ist somit auch nicht möglich. Als Systemvoraussetzung wird eine Bildschirmgröße von mindestens 800x600 Pixel empfohlen. Je größer, desto besser. Und man sollte einen modernen bzw. aktuellen Browser verwenden. Und damit zum Schluss hier die Zugangswebseiten zum Tool. Viel Erfolg damit!